Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 3. Ja, beim letzten Mal haben wir ja alle 7 Rampages auf Staunton Island gemacht und ich habe euch dann auch immer noch den zweiten Fundort der jeweiligen Rampages gezeigt, denn in GTA 3 gibt es ja die Besonderheit, dass die Rampages immer 2 Fundorte haben können und wenn man dann den Rampage beim ersten Mal nicht schaffen sollte, dann wechselt er ja immer zum zweiten Fundort rüber und aus dem Grund habe ich euch dann auch immer noch den zweiten Fundort gezeigt, so nett wie ich bin, nur für den Fall der Fälle. Und ja, was machen wir heute? Ich habe mir mal überlegt, dass wir zu unserem neuen Auftraggeber fahren und auch zu unserem einzigen, wenn wir mal links unten auf die Minimap gucken. Die Rede ist natürlich von Ray Michowski, dem korrupten Polizeidetektiv, den wir in der Mission Zahltag für Ray kennengelernt haben, für Asghar Kazan, wo wir ihm, ja, Geld überbracht haben für seine Arbeit für die Yakuza. Und ja, wir haben noch keine Mission für ihn gemacht, obwohl wir ihn jetzt eigentlich schon ein paar Folgen lang kennen. Also, wir hätten die Möglichkeit gehabt, ein bisschen früher hier zu ihm zu fahren und die Mission bei ihm zu machen. Aber ich wollte erstmal wieder ein bisschen nebenmissionstechnisch ein bisschen was machen. Hey, da oben liegt eine Waffe. Ich glaube, die nehmen wir uns gleich mal mit, oder? Ich meine, was man findet, das kann man behalten. Und wenn da so eine schöne Schrotflinte oben ist, wir haben nur noch 4 Schuss, dann schadet das ja nicht. Wie viel Schuss sind das? Wahrscheinlich 5, oder? Nee, 10 sogar. Hey, die sind ja richtig spendabel. Nehmen wir uns die 10 Schuss mal mit, denn so eine Shotgun ist ziemlich stark im Nahkampf und die kann man immer gebrauchen. Ja, aber wie gesagt, ich wollte erstmal im Vorfeld erstmal wieder ein bisschen Nebenmissionen machen und deswegen haben sich die Rampages mal angeboten. Haben wir das also auch schon mal erledigt. Jetzt fehlen uns nur noch die 7 Rampages eben auf Shoreside Vale, die wir dann eben machen, sofern wir dann oder sobald wir dann Zugang haben zur dritten Insel, also Shoreside Vale. Und ja, jetzt machen wir erstmal die erste Mission bei Ray Michowski. Und ja, auch als wir ihm das Geld überbracht haben, haben wir ihn kennengelernt als jemand, der gerne auf der öffentlichen Toilette sitzt. Also er ist schon so ein kleiner Scheißer, der Typ. Aber lieber ein Scheißer als ein Schisser, oder? Naja, gehen wir mal zur ersten Mission. Das Schweigen des Verräters. That scumbag, McCaffrey! He took more bribes than anyone. He thinks he's gonna get an honorable discharge if he turns state evidence. He just squealed. He's under armed protection in Witsek property, down in Newport. Some apartment behind a car park. Toss that place. That's it. Flush him out and you hunt him down. Make sure he never talks to nobody. Check das Zeugenschutzhaus aus. Ja, okay. Wir sollen jetzt zum Zeugenschutzhaus fahren und ihn da irgendwie rauslocken. Er hat irgendwas von Abbrennen gesagt. Und ja, das Ganze ist in Newport. Steht hier eigentlich noch unser Wagen, unser schöner Yakuza-Stinger? Ist der hier noch irgendwo oder ist er jetzt irgendwie verschwunden im Niemandsland? Ich habe gerade irgendwie die Befürchtung, dass Zweiteres jetzt eingetroffen ist. Och Mist, dann müssen wir uns jetzt nochmal einen schönen, schnellen Wagen besorgen. Denn wir wollen da ja jetzt auch zügig ankommen. So, was haben wir denn hier? Was wird uns denn hier so angeboten? So ein Blister eher nicht. Also ich habe mir schon was Schnelleres jetzt hier, ausgemalt. Irgendwie einen netten Sportwagen. Das kann doch nicht so... Ja, der. Halt an. Och Mist, kannst du nicht mal ein bisschen damit aufpassen? Jetzt ist er beschädigt. Jetzt hast du deinen schönen Wagen beschädigt, den wir jetzt an uns genommen haben. Jetzt ist schon die Motorhaube so ein bisschen zerdellt. Das finde ich jetzt aber nicht gut. Sie sollen gefälligst ordentlich fahren, denn wir wollen ja auch ordentliche Wagen stehlen. Ne? Das ist echt traurig, was die Leute uns hier mittlerweile anbieten. Die bieten uns hier Autos mit einer kaputten Motorhaube an. Aber gut, es ist ein Banshee, das zählt. Und wir sind jetzt auch schon da. In Newport, genau. Und hier soll irgendwo ein Schutzhaus sein von diesem Typ? Ah, da oben. Er hat irgendwas von Abbrennen gesagt, oder? Aber ich könnte ja eigentlich auch eine Granate hochwerfen, oder? Zünde die Bude an. Aha, also wir sollen die Bude anzünden, aber ich kann da doch auch eine Granate hochwerfen, oder? Ich meine, ich könnte auch Molotow hochwerfen. Was passiert, wenn ich eine Granate werfe? Ich will ihn in die Luft jagen. Man darf ja wohl mal ein bisschen wählerisch sein, oder? Wenn wir die Aufträge schon erfüllen, Ray? Oh nein! Alter! Was zur Hölle? Ist das da Ding da oben abgeprallt? Schon wieder?
Muss ein bisschen aufpassen. Vielleicht wäre es doch besser mit einem Molotow-Cocktail. Ich probiere es mal damit. Einen haben wir ja. Nee. Mist, das ist gar nicht so einfach. Ich muss da doch einfach nur eine Granate da hochwerfen. Das kann ja jetzt wohl nicht so die Problematik sein, oder? Hau ruck! What? Das ist doch jetzt wohl nicht... Das ist doch... Witz! Zack! Boom! Ja, wir werfen eine Granate rein, aber es brennt instant. Oh, oh. Oh nein. Die Polizisten sind da. Okay. Der will jetzt abhauen. Okay, das können wir nicht zulassen. Auf! Auf ins Gefecht! Auf in die Verfolgungsjagd! Er haut ab! Wird er nicht mehr angezeigt auf der Karte? Wo ist er? Ach, da. Das ist aber gemein. Wenn wir zu weit entfernt sind, verschwindet er von der Minimap, oder? Das habe ich doch gerade richtig gesehen, oder? Für einen Moment war er doch verschwunden von der Minimap, oder? Habe ich mich jetzt verguckt? Ich weiß es nicht. Ich bin schon wieder ein bisschen verwirrt heute. Oh, da warten die Polizisten schon wieder auf uns. Aber die kriegen uns sowieso nicht in unserem Banshee. Was wollen die ausrichten? So, wo willst du eigentlich hin jetzt, Kollege? Wo willst du jetzt hin? Ich werde dich jetzt per Drive-By-Shooting erledigen. Ich hoffe, du hast da nichts dagegen, aber ist mir auch sowas von egal. Können wir dich eigentlich auch ins Wasser schubsen? Das bietet sich hier an. Oh, Mist. Hä, wo ist er? Ach so. Mein Gott, sei doch noch nicht so langsam. Drive-By-Shooting. So, du brennst. Ich würde mal sagen, das war's mit dir. Oder? Nee. Jetzt aber, jetzt mähen wir dich um. Hau ruck und die Mission ist erfüllt. $30.000. So, damit haben wir schon die erste Mission bei Ray Machowski abgeschlossen. Das ging ja ziemlich leicht. Ich hätte ihn wahrscheinlich auch direkt da, als er aus der Garage gekommen ist mit dem Auto, also gefahren ist, auch schon erledigen können, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Dann war es mir doch wichtiger, erstmal die Polizisten, die da auch rausgekommen sind, zu erledigen, damit wir nicht so viel Rüstung verlieren. Aber das ging ja ganz gut eigentlich. Also das ist mal ein erfolgreicher Start in die Mission, in die Folge. In die Folge meine ich. So kann das Ganze doch eigentlich weitergehen. Und jo, dann können wir doch eigentlich mal direkt die nächste machen bei Ray. Der wahrscheinlich immer noch auf dem Scheißhaus sitzt und auf uns wartet. Der hat auch ein Leben, das sage ich euch. Naja, auf zur zweiten Mission bei Ray. Und wir sind drinne und irgendwie passiert hier nichts. Können wir auch hier rein eigentlich? Ray, bist du hier? Hallo? Ray? Geile Sicht hier aber auch. Hallo, mein Name ist Claude und ich bin ein stummer Mensch. Deswegen lasse ich andere für mich sprechen. Ha! Na egal. Genug gespielt, wir müssen jetzt hier raus und in die Markierung. Das Waffenarsenal. Hey, Chet, over here. An old army buddy of mine runs a business in Rockford. We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Said they'd be back for some of his stock today. He's gonna need backup, and in return, he'll give you knockdown rates on any hardware you buy. I'd go myself, but the old sciatica is playing up. good luck. Ich glaube eher, das sind deine Hämorrhoiden auf deinem Hinterteil vom ganzen Rumsitzen auf der öffentlichen Toilette. Ist nicht ganz so hygienisch. Also die öffentlichen Toiletten, die ich so kenne, die waren bisher nicht so wirklich hygienisch. Da will ich mich eigentlich nicht so drauf setzen. Ein alter Kumpel aus der Army, das ist doch hier Phil Cassidy, oder? Phil Cassidy müsste das sein. Ein alter Bekannter, den man auch aus Vice City kennt. Aber da GTA 3 ja vor, weil City rausgekommen ist, ist das hier wohl... Müsste es eigentlich sein erster Auftritt sein in der GTA-Serie, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Zeitlich gesehen ist er in Vice City natürlich viel früher da, weil Vice City spielt ja in den 80ern, das hier spielt im Jahr 2001. Aber ich meine jetzt von der Reihenfolge, welches Spiel zuerst erschienen ist, dann ist ja GTA 3 früher erschienen. Demnach ist das sein erster Auftritt in der GTA-Serie. Er müsste ja hier auch einen Arm haben normalerweise, weil er hat ja sich den Arm in Vice City abgesprengt. Mit TNT. Ja.
Okay, fahren wir mal an die Markierung. Drei Arme sind besser als einer, genau. Okay, die müssen hier jeden Augenblick kommen, jetzt müssen wir ihn hier beschützen, oder was? Ich schmeiß da mal ein paar Granaten hin. Vielleicht kommen die da gleich um die Ecke. Wobei, eigentlich müssen wir mal... Oh, Schutzweste, gut. Ich wollte gerade sagen, Mist, eigentlich hätte ich mir mal eine neue Schutzweste kaufen müssen. Im Ammunition. Aber so geht das Ganze, ja? Moment. Ich könnte ja theoretisch... den Barracks OL mal hier vorparken. Weil dann haben die ein paar Probleme. Oh shit! Mit der Shotgun! Oh, gut machst du das, Phil. Gib mir Deckung. Oh, verdammt, ich krieg ihn nicht. Jetzt krieg ich dich. Verdammtes Kartell. Jawohl, die haben wir. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Bis jetzt. Den haben wir auch. Den auch. Und den auch. Oh, gut. Gut, dass Phil mal mitmacht. Das ist gut. Mit einer Hand. Was hat er da überhaupt in der Hand? Ist das ein M4, M16 oder ist das hier eine AK? 47. So, zack. Oh, da kommt einer von links. Denkt er, er ist ein ganz schlauer? Oder was? What the? Wieso hält er so viel aus? Kollege. So. Sieh nach Phil. Phil, geht's dir gut? Alles gut bei dir soweit? Ja, ich sehe nach ihm. War's das jetzt? Mission erfüllt. $10,000. Damit hätten wir es schon geschafft. Das ging ja einfacher, als ich jetzt wirklich gedacht habe. Weil das war nicht ganz optimal. Eigentlich wollte ich die Karre hier komplett vorstellen, dass sie gar nicht mehr hier reinkommen, aber... Gut, das hat ja irgendwie dann doch funktioniert. Wir haben gar nicht so viel Schutzweste jetzt verloren. Haben wir irgendwie genauso viel wie vorher, bevor ich die Schutzweste hier eingesammelt hatte? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall können wir uns jetzt hier Waffen bei ihm kaufen. Das ist ganz nett eigentlich. Die Schrotflinte und... die M16. Also das M16, ein richtig starkes Gewehr. Also mit die stärkste Waffe überhaupt im Spiel, meiner Meinung nach, weil die ist einfach nur zerstörerisch. Da werden wir uns jetzt auch mal ausreichend Munition kaufen, weil in GTA 3 hat man so viel Kohle und man weiß im Prinzip gar nicht, was man damit anfangen soll. Ich würde sagen, wir holen jetzt auch mal ein paar Raketenwerferschüsse. Dann noch ein bisschen Shotgun-Munition. Wir haben es echt... Also wir haben genug Geld. Wir haben überhaupt keine Geldsorgen, deswegen rüsten wir uns hier mal ein bisschen gut aus. Weil man kann es immer mal gebrauchen hier. So ein Raketenwerfer kann einen die ein oder andere Situation mal viel einfacher gestalten. Stellt euch mal vor, wir hätten gerade in der vorherigen Mission, also vor dieser hier, in das Schweigen des Verräters, einen Raketenwerfer gehabt. Da hätten wir einfach das Auto mit dem Raketenwerfer zerstören können. Ja, es wäre ganz einfach gewesen. So. Okay, da wir gerade gegen das Kartell gewonnen haben, schnappen wir uns jetzt hier auch als Trophäe deren Wagen und fahren damit jetzt erstmal zurück zum Versteck. Ich würde sagen, wir haben heute schon wieder ganz gut was geleistet. Zwei Missionen erfolgreich überstanden, ohne wirkliche Probleme. Gut, die waren jetzt auch nicht so wirklich herausfordernd, also... Aber man muss auch mal was Einfacheres machen. Failen werde ich so oder so noch, denke ich. Im Laufe des Projektes, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass das jetzt nicht mehr passiert, bei mir sowieso. Wobei, wir können jetzt eigentlich nochmal kurz zum Ammunition fahren und uns nochmal eine neue Weste holen. Damit wir für die kommenden Missionen auch wieder gut ausgerüstet sind. Weil das senkt die Failrate schon enorm, wenn man mit einer vollen Panzerung in die Mission geht. Das kann einen schon mal das Leben retten. Deswegen, ja. Standen wir dem hier nochmal einen Besuch ab. Hier sind nochmal ein paar Yardis. Die wälzen wir jetzt allerdings platt, weil ich habe keinen Bock, dass die jetzt... Oh, der lebt noch. Also, solange du nur die Weste anschießt, ist es okay. Aber nicht unser Leben, bitte. So. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht in die falschen Waffen laufe. Nicht, dass hier unser schönes M16 überschrieben wird. Oh, oh. Jetzt. Mensch, jetzt hör auf, die Scheiße anzuballern die ganze Zeit. Jetzt haben wir schon wieder keine... Schießt der hier in den Laden rein? Ich glaub's ja nicht.
dieses Verhalten, was die an den Tag legen. Wenn er es jetzt noch einmal macht, ich mach ihn fertig. Alter, jetzt. Verdammte Kacke, lass es doch einfach. Jetzt kommen die Yadis an, oder was? Verdammte Scheiße, die Yadis! Mach euch alle platt. So. Haben wir jetzt endlich Ruhe? Ja, jetzt kriegen wir natürlich einen Fahndungsstern. Die haben immer zuerst angefangen, Officer. Das ist gemein. Die haben uns zuerst angegriffen. Boah. Jetzt reicht's mir. Ist mir egal. 91 Panzerung ist gut. 91er Panzerung ist super. Verdammt nochmal, wieso sind hier so viele Yadis? Ach du heilige Scheiße. So viele Yadis auf einem Haufen. Ich habe echt keine Lust mehr auf die Yadis. Gut, wir haben sie jetzt wieder ein bisschen geärgert bei den Rampages, aber das ist unser Auftrag gewesen. Das müssen wir machen, um die 100% zu machen. Was bleibt uns denn anderes übrig? So. Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge für heute. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und bis dahin sage ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal. Bang!